herzlich willkommen mit unserer Kleingeschichte um unseren Freund Artyom. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metro Exodus. Ja, wir sind auf diesen Ölplattformen, wie auch immer. Wir haben jetzt in der letzten Folge alles Feines. Ach, ja. Oh, wunderbar. Ach, wart um mich doch nicht. Ich habe gute Neuigkeiten. Der Tank ist voll. Genau das, was wir brauchen. Ich kann nicht hoch. Es gibt aber auch schlechte Neuigkeiten. Das Tor ist verschlossen. Wir können ihn nicht rausbringen. Herr Oberst, Damir hier. Wir haben den Tank gesichert, aber es gibt ein Problem mit dem Tor. Welches? Verstanden. Dann gehen wir zu Plan B über. Handelt entsprechend. Augen zu und durch. Das Kabel verbindet das Tor mit dem Turm. Was für ein Kabel? Aber wie kommen wir dahin? Na, sieht nach einer ordentlichen Festung aus. Scheint so. Alles Selbstbau, oder was? Marke Selbstbau hier? Meine Herren, ihr habt doch wohl nicht ernsthaft vor, unsere Festung anzugreifen. Doch. Respekt vor eurem Mut. Aber es wäre eine Vergoldung, euer Leben einfach so wegzuwerfen. Wer von euch beiden ist der Anführer? Komm hier hoch. Wir müssen etwas besprechen. Hör nur, wie dieser Mistkerl redet. Jetzt zeigt er ein völlig anderes Gesicht. Aber wir haben ihm einen dicken Knüppel zwischen die Beine geworfen, was seine Pläne betrifft. Nimm die Waffe runter und komm hoch. Ansonsten müssen wir ein sinnloses Blutbad veranstalten. Okay. Dann gucken wir mal. Müssen wir da hoch oder was? Da hoch? Okay, dann gehen wir mal hin. Komm hoch! Wir fassen dich nicht mal an! Es sei denn, du möchtest sein. Das gefällt mir nicht, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn wir nicht aus dieser Wüste verschwinden, sind wir so gut wie tot. Was hast du gesagt? Viel Glück, Artyom. Wenn das Ding schief geht, werde ich... Ja, ich werde tun, was ich kann. Komm her! Mach einen Bogen um die Stinker und dann weiter! Rundfunkarbeiter, Sklaven, sogar ein paar Frauen. Das Quartier des Barons ist vermutlich ganz oben. 10.000, nennt man so etwas. Nee, lass es mal sein. Wir lassen mal die Waffe gerade so weg, weil ich will hier nicht unnötig Stress machen. Es sind nämlich einige Feinde, falls wir wirklich hier Action machen wollten, sollten. Könnte das sein, dass wir das ziemlich bereuen. Hier durch, oder was? Das ist der Typ, oder was? Moin, der Baron. Ein Bier, bitte. Ah, ne. Soll noch doch. Ich dachte, wäre der gewesen. Aber es scheinbar nicht der gewesen ist. Schauen wir mal, wo der Barkeeper ist. Ich hätte mal eine Party hier zu feiern. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Hast du einen anderen Empfang erwartet? Ja. Dann. Kommt es dir komisch vor, dass mich deine Dummheiten nicht ärgern? Tja, weißt du, diese Welt ist rau und chaotisch. Ich gebe mein Bestes, um etwas Ordnung zu schaffen. Denn ohne Ordnung gibt es keine Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und ohne Hoffnung kann man nicht leben. Aber lass uns auf den Punkt kommen. Du bist definitiv nicht hier, weil du die Landschaft so schön findest. Also hast du ein Ziel. Und dieses Ziel ist vermutlich weit von hier entfernt. Ich habe Respekt vor Menschen mit einem Lebensziel. Daher bin ich bereit, dich mit Treibstoff für deine Reise zu versorgen. Im Gegenzug verlange ich auch nicht viel.
Übergib Giul an mich. Bring sie zu mir, dann haben wir alle gewonnen. Ich bekomme Giul und du deinen Treibstoff. Alle werden lange und glücklich leben. Giul ist selbst gekommen. Jetzt wirst du für alles bluten. Dankeschön. Dann geht's los. Von der anderen Seite verschlossen! Dieser Feigling! Definitiv. Meinst du, ich wäre dumm? Ja. Ihr wolltet keinen Deal? Jetzt werdet ihr alle sterben! Du zuerst, Giul! Tötet sie! Artyom, mach dich bereit! Wozu? Wir müssen diese Hunde töten! Dann geht's los jetzt. Das ist für dich, dreckiger Wurm! Da ist er! Artyom, was ist los? Giul ist schwach. Und du schätzt die Schwachen. Aber so funktioniert die Welt nicht. Ich hier gewinne immer die Stirb mal. Davor geschützt, in der Wüste zu verschwinden. Aber du, Giul, du führst deine Leute in die Irre. Sie halten dich für ein Idol. Du hast diese Aura der Rebellion, die Anziehungskraft des Verbotenen. Die Aura der Probleme, die keiner braucht. Zum Glück wird sie nach deinem Tod. Dann geh. Ich fange ihn und öffne die Tür für dich. Warte. Wie viel Waffen und Munition habe ich nicht mehr? Wo willst du hin, du Schwätzer? Da bist du ja. Fang eine Kugel! Verdammt! Verdammt! Ich hasse so dicke Dinger. Verdammte Rotze. Müssen wir das noch machen. Warte! Wo willst du hin, du Schwätzer? Da bist du ja! Jetzt echt, jetzt darf ich wieder laden. So eine Kacke. Na komm.
besser. Da bist du ja. Scheiße. Tot. Wenn wir denn dass ich jetzt fackelt da vorne. Ja, super. Den Kollegen habe ich auf jeden Fall schon. Der hab ich gerochen, der Pisser. Der hat's gedrückt. Nein! Alter, was geht ab mit dem hier?
dich. Hast du da, weißt du, dann drücke ich auf L1, will einen Molotow-Cocktail werfen und der fängt an, irgendwie nachzuladen. Mit dem Strom, Alter. Das geht ab bei dem, ja? Oh, leck mich doch am Arsch, da stirbt er nicht. Den Groß jetzt auch erwischt oder was? Oder wie sieht das aus? Natürlich nicht. Sieh dir das Blutbad an. Hab ich den nicht erwischt? Voll aufgedreht, was? Oh ja. Das ist also der Plan, von dem Gyul sprach. Gut. Was zum Teufel geht da vor? Raus da! Ich schicke Leute, um euren Rückzug zu decken. Ja, hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Bis dahin.